Stell dir vor, du drückst und alle drücken sich. Mit diesem und anderen dramatischen Slogans buhlen Feuerwehrstationen bayernweit um die Gunst des Nachwuchses. Potenzielle Interessenten konnten sich vergangenen Samstag beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Ingolstadt ein Bild machen. Den Besucher erwarteten unter anderem ein Blick über Ingolstadt von oben, in der Kabine der ausfahrbaren Leiter eines Einsatzfahrzeuges. Eine Spritzwand zum spielerischen Löschtraining für die Kleinen. Der Arbeiter-Samariter-Bund stellte sich vor mit seiner Hundestaffel und dem jüngsten Lehrling Nugget. Bei einer Modenschau wurden die verschiedenen Einsatzkleidungen präsentiert und erläutert. Doch bei allem Spaß darf man auch den ernsten Hintergrund einer solchen Veranstaltung nicht vergessen. Aufklären, warnen, aufmerksam machen und lernen. Aufklären. Beim sogenannten Smoke Walking in diesem Zelt konnte man die Rauchentwicklung in einem Brandraum anhand einer Nebelmaschine nachvollziehen. Der Rauch steigt nach oben, knapp über dem Boden ist die Sicht am besten. Warnen. Demonstriert wurde auch die Gefahr von Alltagsgegenständen wie dieser Spraydose bei einem Brand. Das Gas und die Flüssigkeiten in der Dose dehnen sich aus, es kommt zur Explosion. Aufmerksam machen. In manchen Kellern wird auch heutzutage noch Schwarzpulver aufbewahrt. Was passiert, wenn nur 25 Gramm davon in Brand geraten, sieht man hier. Lernen. Ein Feuer in der Küche, hier ein sogenannter Fettbrand und die Auswirkung, wenn man diesen Brand mit Wasser löscht. Eine gewaltige Fettexplosion. Der Tag der offenen Tür war ein weiterer Programmpunkt der Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Ingolstadt. Informationen zu weiteren Veranstaltungen finden Sie auf www.feuerwehr-ingolstadt.org. Für interessierte Jungfeuerwehrler empfiehlt sich außerdem noch die eingeblendete Internetseite, damit in Zukunft auch immer jemand kommt, wenn's mal brennt.